Es soll ein Haus der Begegnung, der Offenheit sein. Wir wollen nicht nur die MWG zeigen, sondern auch diese genossenschaftliche Idee. In der Innenstadt soll ein neues Hochhaus entstehen, das bereits fünfte auf dem breiten Weg. Ein Bauwerk, das Bild zwischen Marietta-Block und Altmarkt-Arkaden sichtbar verändern, aber auch prägen wird. Tölpelbau und die MWG haben dazu nun den Grundstein auf dem breiten Weg Ecke Julius-Bremer-Straße gelegt. Und hier war eben die Möglichkeit, so zentral zu bauen. Und das hat man, glaube ich, wenn überhaupt ein- oder zweimal im Leben. Das Eckgebäude mit einer Grundfläche von 365 Quadratmetern und einer Höhe von 48 Metern soll über insgesamt 12 Etagen und ein Staffelgeschoss verfügen. Für Tölpelbau ist die Baustelle eine enorme Herausforderung. Grund sind die extrem beschränkten Platzverhältnisse. Also das ist sowas wie Roll-on, Roll-off. Also es muss das Material rangefahren, verbaut werden. Und es wird also gerade im Rohbau wird man also sehen, wie Stück für Stück sich dieses Haus nach oben windet sozusagen. 8 der 12 Etagen nutzt die MWG selbst. So soll auch ein neues gläsernes MWG-Forum integriert werden. MWG-Stiftung und MWG-Nachbarschaftsverein ziehen hier somit ein. In der 13. Etage entsteht ein Veranstaltungsraum mit Dachterrasse für bis zu 100 Personen. Damit eine mögliche Erinnerung an den Baubeginn erhalten bleibt, wurde obligatorisch bei der Grundsteinlegung eine Zeitkapsel in Beton eingelassen. In der Zeitkapsel findet man die Pläne von dem Hochhaus, also wirklich den kompletten Plansatz vom Keller bis zum Staffelgeschoss. Man findet eine aktuelle Mitgliederzeitung der MWG, die Loggia. Man findet eine aktuelle Tageszeitung und einen Stick, wo sich die Daten nochmal drauf befinden. Um den eigenen Strombedarf möglichst autark abzudecken, wird aktuell geprüft, ob es bautechnisch möglich ist, Photovoltaikmodule in der Südfassade anzubringen. 2025 soll der Bau des Hochhauses dann abgeschlossen sein.